Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe ja euch versprochen, dass ich einen gigantrösen Raubzug euch hochladen werde, worunter sich Testprodukte befinden und Sachen, die ich so in letzter Zeit gekauft habe. Worunter ich aber auch leider sagen muss, dass vieles von diesen Sachen jetzt nicht mehr verfügbar sind, weil sie limitiert gewesen sind, weil schon etwas vorher passiert ist, dass ich das gekauft hatte. Nichtsdestotrotz sind darunter aber auch aktuelle Sachen. Ich wollte euch einfach nur mal einen kurzen Rundumblick geben, damit ihr mal wieder so einen Eindruck habt, was bei mir neu eingezogen ist. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen auch sofort, weil sonst wird das Video wieder zu lang. Ja, womit fange ich dann am besten an? Ich denke mal mit der Pflege. Und zwar habe ich mir da wieder zugelegt meine Dr. Hauschka Pflege. Nach langer Zeit mal wieder. Und zwar dazu das Gesichtsöl, das Gesichtstonikum Spezial, das ist so ein Gesichtswasser, und die Rosencreme Leicht und natürlich auch die Gesichtswaschcreme. Darüber hatte ich schon auf meinem Kanal vermehrt Videos gemacht, über diese Gesichtspflege von Dr. Hauschka, dass ich damit eigentlich im Großen und Ganzen immer am zufriedensten gewesen bin. Und deswegen habe ich sie mir auch wieder organisiert, einfach so als Luxuspflege nebenbei, weil meine Haut einfach unheimlich gut darauf reagiert hat. Ja, und deswegen habe ich sie mir jetzt wieder geordert. Und wenn meine ganzen anderen Pflegeprodukte endlich irgendwann mal leer sind, werde ich das wieder mit großem Genuss benutzen. Ja, des Weiteren vor längerem gekauft habe ich mir auch Haarshampoo wieder, weil meins wieder alle gegangen ist und ich mal wieder bei meinem Haarshampoo genauso das sehe wie meiner Gesichtspflege, Abwechslung, 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 nicht immer das Gleiche. Und so sehe ich das auch bei meinen Haaren, habe ich mir geholt das Garnier Fructis Anti-Schuppen-Shampoo Citrus Pur Kopfhautklärend für schnell fettendes Haar. Habe ich jetzt schon einmal ausprobiert, mein Freund glaube auch, und riecht sehr, sehr angenehm. Wie es mit der Wirkung ist, muss ich noch sehen. Hat bis jetzt einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Was ich mir natürlich wieder so als Original-Shampoo geholt habe, weil ich weiß, dass es wirklich gut ist, ist dieses Strahlensauber-Shampoo von Herbal Essences. Neues Design, neuer Look. Ist aber, glaube ich, noch dasselbe. Für normal bis schnell fettendes Haar. Das ist so ein Reinigungsshampoo, was alles aus dem Haar rauszieht. Und ich muss sagen, damit halten meine Haare wirklich, weil sie sehr schnell nachfetten, sehr, sehr lange, dass sie nicht rückfetten. Anders als bei anderen Shampoos. Ja. Testweise geholt habe ich mir auch von L'Oreal Hydra Aktiv 3 hautperfektionierendes sanftes Gesichtswasser für eine frische und seidig weiche Haut ohne Parabene. Habe ich mir geholt, weil ich das mit Zellentechnologie auch so klasse fand und den Augen-Make-up-Entferner, und riecht sehr nett, und ich bin mal auf so ein etwas höherwertiges Gesichtswasser gespannt und deswegen wollte ich das von L'Oreal unbedingt mal ausprobieren. Habe ich aber noch nicht benutzt, weil ich, wie gesagt, noch so viel offen habe. Unspektakulär gekauft, weil Zahnbürste habe ich, glaube ich, schon in meinem Favoritenvideo empfohlen. Habe ich mir jetzt mal gekauft von Sensodyne die Pro Schmelz. Extra fresh schützt Zähne vor säurebedingten Zahnschmelzabbau. Einfach weil ich die mal, glaube ich, in ein, zwei Videos gesehen habe und, glaube ich, die Werbung immer dazu gesehen habe. Gedacht habe, testest du mal einfach aus, weil Melanie ist ja ein totales Werbungsopfer. Genauso wie habe ich gesehen, dass die jetzt in diesen DM-Boxen gewesen ist. Diese Zahnpasta habe ich mir aber einfach so gekauft, weil es sich für mich gut angehört hat. Blendermate Pro Expert mit löslichen Mikroaktivkügelchen, Minze, für eine herausragende Reinigung, also Tiefenreinigung oder so. Habe ich jetzt ein, zwei Mal getestet. Ist ziemlich interessant mit diesen Mikrokügelchen. Man merkt das wirklich beim Zähneputzen. Ist aber jetzt nicht schlecht. Muss ich weiter testen. Ja, auch gekauft, als ich wieder im DM war, weil Deo gebraucht. Balea Pink Flame Deo Body Spray. Sinnliches Dufterlebnis ohne Aluminiumsalze. Ja, riecht süßlich nett. Benutze ich immer so zum... Momentan habe ich dieses Rexona Shower Fresh. Das benutze ich momentan. Aber ansonsten, momentan brauche ich keine extrem starke Schutz vor Achselnässe, deswegen reicht mir das völlig. Und dann, weil ich das Duschgel so toll fand, von Fa habe ich gesehen, Romantic Moments, weiße Rose und Kaschmir. Keine weißen Rückstände, hautfreundlich. Ja, riecht wie das Duschgel. Wobei hier das Kaschmir gar nicht draufsteht, aber es riecht genauso, es hat dieselbe Verpackung wie dieses Duschgel. Das müsst ihr unbedingt, das ist ein Tipp von mir, mal ausprobieren. Das Fa Duschgel, weiße Rose und Kaschmir, das ist wirklich ein toller Duft. Also das ist für mich so ein Duschgel, das würde ich mir definitiv wieder kaufen und ein Grund für mich, die Fa Duschgele mir nochmal genauer anzusehen.
Auch gekauft, weil ich momentan, wie gesagt, keine Pflege hatte. Ich muss ein bisschen auf den roten Lippenstift aufpassen, dass er sich nicht extrem verkriecht. Von Florena, die Reinigung hatte ich vor längerer Zeit mal. Und zwar die mattierende Tagespflege für Mischhaut mit biogrünem Tee und Reispuder. Und die ausgleichende Nachtpflege für Mischhaut. Ich glaube auch dasselbe mit Reispuder. Einmal etwas reichhaltiger und einmal weniger. Habe ich auch schon verwendet gehabt. Riecht wie immer nett. Ist eine ganz tolle Pflege. Verzichte ich aber zurzeit darauf aufgrund von extrem starker Nachfettung meiner Haut und benutze ich wieder, wenn meine Haut sich wieder ein bisschen reguliert hat, damit sie das auch verträgt. Ich als Fibres-Junkie habe auch gekauft Vanille und Wintertraum. War so limitiert, glaube ich, November, Dezember. Ist auch eine limitierte Edition da, ne? Und habe ich noch nicht verwendet, da ich momentan noch das Thai-Orchidee benutze und reicht mir wieder für 3 Monate. Also brauche ich erstmal nicht neu kaufen. Und bis dahin hat Fibres im DM sicherlich schon wieder neue limitierte Editionen und irgendwelche Sondersachen auf den Markt geworfen. Ja, auch geholt oder beziehungsweise zum Testen bekommen, weil ich eine Applikation mit einer Online-Apotheke habe und da noch einen Gutschein einzulösen. Das Bioderma, weil ja alle davon sprechen und ich ja dieses Micellentechnologie von L'Oréal nur habe. Und habe mir mal das Bioderma in 250 Milliliter hier, ja, was ja auch so zum Abschminken sein soll und alles runterbekommen soll. Ich bin gespannt. Und um meinen Gutschein auch komplett aufzulösen, Bioderma, das habe ich auch in einem Video gesehen, Sebium H2SO als soll für unrein. Das ist eigentlich das praktisch dasselbe wie das hier, bloß dass das noch für unreine Haut sein soll. Hier steht alles Mögliche in Französisch drauf, kann ich nicht irgendwie, ja, Mischhaut und fettige Haut, talgregulierende Wirkung ohne Abspülen, ohne Parabene. Und das hier empfindliche Haut, ja. Passt ja recht gut, bloß bei unreiner Haut mehr stimmt. Ich werde es austesten und sicherlich irgendwann nochmal ein separates Video dazu machen. Genauso habe ich mir geholt und damit war dann der Gutschein ausgereizt. Genauso wie, dass ich es mal testen durfte. Bioderma, Purifying Cleaning Foaming Gel, auch so ein Sebum Gel Mousin. Klärendes, reinigendes und schäumendes Gel, Mischhaut oder fettige Haut, talgregulierende Wirkung ohne Parabene, Hypoallergen. Ja. Ist auch für Spätakne, soweit ich das gehört habe. Und das habe ich ja ab und an mal so im Monat, wie die Frau das natürlich hat. Und natürlich auch ab und an mal, dass ich einen Pickel kriege. Und deswegen will ich das austesten, wie das so ist. Ich werde meinen Freund mitbenutzen lassen, obwohl er eine sehr, sehr ausgetrocknete Haut hat. Einfach um festzustellen, dass das wirklich nichts für trockene Haut ist. Und dann schauen wir mal, weil er hat ja auch sehr empfindliche Haut, wie das so ist. Ja, das war es jetzt größtenteils. So, Pflege. Ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, von CC Paris durfte ich was testen. Weil dieser Online-Shop, ich habe das gehört, sobald jetzt irgendwie schließt. Durfte ich jetzt, habe ich bekommen, diese Macarons-Duschgele. Das ist jetzt hier Vanille-Macaron. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Birne. Ich glaube, Birne, Vanille, irgendwas. Birne und Vanille Duschgel. Das werde ich für euch jetzt original erstmal riechen. Geduscht habe ich damit noch nicht, habe ich heute erst bekommen. Ja. Sehr, sehr süßlich. Und dann habe ich hier Rosenblüte und Waldbeere. Interessant. Riecht sehr fruchtig. Dann habe ich hier noch weiße Schokolade und einem Hauch knackiger Haselnüsse. Hört sich erstmal interessant an. Oh ja, riecht man wirklich extrem die Haselnuss raus. Und Apfel- und Zitronengras. Hört sich wirklich interessant an. Und riecht so wirklich wie Keksteig. Sehr, sehr intensiv. Ich werde es austesten. Mache dazu vielleicht bei Bedarf nochmal ein Video. Wie gesagt, vielen Dank, dass ich das testen darf. Es kommen in diesem Video noch mehrere Sachen vor, die ich testen darf. Wie gesagt, da gilt mein Dank insbesondere an diese Firmen. Und ist es ist natürlich auch für euch vom Vorteil, wenn ich möglichst viele Eindrücke von Produkten gewinne, um euch sagen zu können, ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Und ich sage das vor allen Dingen auch im Vorfeld, damit die Leute Bescheid wissen. Ja, kommen wir zu den nächsten Sachen.
Von L'Oreal zum Beispiel wieder. Zwei solche Intense Eyeshadows hatte ich mir mal geholt, weil ich davon Gutes gehört hatte. Und zwar in der Farbe Bronze Divine und Sahara Treasure. Treasure? Hatte ich beides schon drauf. Hat eine sehr interessante Konsistenz für Lidschatten. Das sind hier solche Pöttchen, die werden stark gepresst. Und dadurch haben die dann so eine Konsistenz, also so sieht die Farbe aus. Das ist jetzt, glaube ich, Bronze Treasure. So ein Olivgold. Wirklich sehr, sehr satt und seidig und sehr, sehr starke Farbabgabe, muss ich sagen. Ist aber ein bisschen kompliziert im Auftrag. Erfordert ein wenig mehr Zeit als beim normalen Lidschatten. Und das hier ist, das war jetzt Bronze Divine, was ich euch jetzt eben gezeigt habe. Jetzt kommt Sahara Treasure. Das ist eher so ein hellerer Ton. Guck mal, dass ich euch das zeigen kann. Ja, so ein Silber, Gold, grünlicher Ton auch. Sehr, sehr schön, sehr, sehr nett. Aber lohnt sich definitiv, da mal bei L'Oreal vorbeizuschauen. Sind wirklich sehr nette Produkte. Des Weiteren im Testverlauf gerade drin. Ich hatte mal so wieder Lust, Mascara viel zu testen und eine zu finden, wo ich nicht 3, 4 Mascaras brauche. Damit ich 1, 2 Schichten wirklich das Ergebnis hinkriege, was ich jetzt gerade habe. Und da habe ich mir mal geholt die Volume Million Lashes Excess, die Volume Million Lashes Normal und die Voluminous, extra dichte Wimpern ohne zu verkleben, die goldene hier. Die beiden habe ich noch nicht getestet, die habe ich getestet und habe ich auch in meinen vergangenen Videos, letzten 3 Videos auch drauf gehabt und finde ich wirklich gut. Komme ich mit 2, 3 Schichten wirklich zu diesem Ergebnis. Wohlgemerkt ohne Wimpernzange, mit Wimpernzange wäre es vielleicht noch ein bisschen extremer und finde das wirklich ganz gut. Ja, was ich mir auch noch mitgeholt habe, weil ich davon viel Gutes gehört habe, ist die X Max Factor 2000 and Calorie. Ja, muss ich auch noch testen, wie gesagt. Kommt dann vielleicht irgendwann mal ein riesengroßes Mascara-Vergleichsvideo, in dem ich sagen kann, ich habe relativ normale Wimpern, die schon leicht geschwungen sind, aber nicht zu lang. Also ganz normal, würde ich jetzt sagen. Und muss sagen, ja, L'Oreal Mascaras bis jetzt so finde ich ganz gut. Wenn die anderen auch so sind, mal schauen. Ja, habe ich mir geholt aus der, ich glaube, das kommt jetzt auch in Catrice ein Standardsortiment, aus der Crushed Crystals nennt sich das. Das sind solche Nagellacke. Da habe ich die Farbe 04 Oyster in Champagne. Und das ist wirklich ein ganz schönes Rosé. Das ist so eine Mischung aus Sandlack, Glitzerlack und normalem Lack. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Mischung. Und diese Farbe, die musste ich einfach haben. Ich fand die einfach, ich weiß nicht, ob man das sieht, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich toll. Ja, ist auch sehr, sehr schön auf den Nägeln, habe ich schon getragen. Auch noch geholt, so ein Nagellack, da ist auch eine Farbe drin, von L'Oreal wollte ich mal testen, aber da sehe ich keine Farbbezeichnung. Doch, 805 Mysterious Icon, das ist auch, ich finde, so ein schöner, jonglierender Lack. Muss ich noch testen, wie der sich auf den Nägeln verhält. Kosten nur 3,95, finde ich ganz okay. Preise bei Catrice sind eigentlich klar. Und dann 2 von Essie. Einen habe ich auch gerade auf den Nägeln. Der eine habe ich euch schon im letzten Video gesagt, dass ich den auf den Nägeln trage. Bahama Mama. Also kann man jetzt nicht lesen, aber ihr wisst ja, wie diese Farbe aussieht. Ansonsten einfach googeln. Sehr, sehr schöner Burgunderton. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie der MAC Rebel Lippenstift, bloß auf den Nägeln. Und dann Blanche. Der weiß ich, aber ich habe noch keinen weißen Nagellack. Den hat man mir auch immer empfohlen für deckenden weißen Nagellack. Und ich muss sagen, der ist wirklich deckend weiß mit 2 Schichten, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Ja. Dann auch vor längerem mir mal geholt, ich glaube aus der aufgebrezelt Wiesengaudi LE von P2 mal einen mitgenommen in 010, vergiss mal nicht. Habe ich einmal bisher verwendet, so ein jonglierendes Lila. Aber sowas gibt es auch, glaube ich, in der Drogerie. Ist ganz nett, die Farbe habe ich schon 1, 2 Mal verwendet. Auch aus einer vergangenen LE, aus der Me and My Ice Cream, habe ich mir im Schlussverkauf noch dieses Blush geholt in 01 Ice Bomb. Habe ich noch nicht verwendet, weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, ich fand einfach nur diese Konsistenz so interessant, weil das hier so eindrückbar ist. Ich versuche euch den gleich nochmal zu zeigen, es war, dass man den so eindrücken kann. Muss ich vielleicht nochmal näher testen.
Ja, jetzt aus aktuelleren LEs habe ich zum Beispiel aus der Kalinka Beauty dieses 01 East Side Story. Habe ich auch einmal schon verwendet. Ist ein tolles Blush. Mir hat vor allem die Pappverpackung sehr gefallen, weil mich das so an Benefit erinnert. Ja, sehr, sehr tolle Farbe. Swatchen, wie gesagt, das würde jetzt noch zu lange dauern, weil wir sind schon wieder fast bei 20 Minuten. Dann habe ich aus der Ice Baby dieses Shimmerpowder mitgenommen. In 01 Ice Skating in Rockefellers. Und da muss ich sagen, ist für mich ein Top-Flop-Produkt, weil sobald man da einmal reingeht, ja, ist dieses Design weg. Und ich finde, das macht auch nur die Farbe aus. Da ist so ein bisschen lila, dann mit Weiß und Glitzer und Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, und das sieht man dann auf der Haut nur noch so diesen Glitzer. Und das ist für mich überhaupt Schwachsinn. Ja, hätte ich mir nicht kaufen müssen. War wieder mal so der Optik-Ding, ne? Aber ich persönlich bin der Meinung, ich brauche mir nicht nur Produkte kaufen, um sie mir anzugucken. Ich will meine Produkte auch verwenden. Deswegen kommt für mich sowas nicht in Frage. Querfeldein. Was habe ich mir noch geholt? Moment, das sind hier noch so Proben, die ich von meiner Bestellung mit dabei gekommen habe. Dr. Hauschka. Irgendwie Gesichtscreme, Mittagsblume und eine Handcreme. Ne? Völlig unspektakulär. Habe ich aus der Ice Baby noch mitgenommen. Da war ich wirklich scharf drauf, auf dieses 03 Ice Crystals Everywhere, diesen Lidschatten. Weil erstens mal fand ich das Emblem da wunderschön, zweitens die Farbe ist auch echt geil. Das ist so ein changierendes lila Metallic. Blau habe ich auch schon ein, zwei Mal verwendet. Ist sehr dezent auf dem Auge, ist aber trotzdem eine Farbe, wo ich sagen würde, das ist völlig mein Beuteschema, das würde ich öfters verwenden. Auch wenn es mir schade ist um diese schöne Schneeflockenstanzung. Auch geholt den MAC Lidschatten, mal wieder ein Produkt von MAC in Era. Satin Finish trage ich heute auch auf dem kompletten beweglichen Lid. Ist eine super Farbe, um einfach ganz dezent die Lidfalte auszuschattieren so ein bisschen oder halt aufs komplette Lid, wenn man wie heute, wie ich so den 50s Look ein bisschen tragen möchte, weil ich ja eigentlich eher so der Typ bin, der die Augen krass schminkt und die Lippen eher dezent und heute mal genau andersrum. So, hole ich euch die Farbe. Das ist so ein satiniertes, helles Braun mit ein bisschen Glitzer. Ja, so sieht man das ganz gut. Aufgeholt den MAC Lippenstift, den trage ich heute auch auf den Lippen. Amplified Finish Dubonnet. Habe ich auch, glaube ich, mal bei der X Karenina gesehen. Das ist so ein schönes Braunrot, klassisch. Aber gerade so für jemanden, der ich, der vom Tee und Kaffee sehr gelbliche Zähne hat immer, die Zähne ein bisschen heller macht. Durch diesen leichten Blaustich auch da drin. Ne? Ist beim Auftrag ein bisschen schwierig. Wie gesagt, Amplified Finish hochdeckend. Muss mal schauen, wie lange der hält. Aber muss man natürlich immer ein bisschen drauf aufpassen. Ja, auch mir geleistet sozusagen. Mal gucken, wo ich das habe. Muss ich mal ein bisschen schieben hier. Den MAC Mocha Blush zeige ich euch, habe ich heute auch auf den Wangen. Das ist ein wunderschöner Rosé, Rosenholz, Ton, bräunlicher, ja, Blush. Sieht sehr, sehr toll aus, ist wundervoll, hochpigmentiert, viel, viel besser als der Desert Rose, finde ich. Und von daher von jedem Fall für mich ein tolles Produkt. Auch endlich mal in Testweise drin ein Burt's Bees Lippenbutter, weil viele von diesen Burt's Bees Dingern wirklich schwer, habe ich noch nicht aufgemacht, habe noch zu viel Lippenpflege offen, aber hier zum Beispiel in der Geschmacksrichtung mit Mangobutter, weil ich wieder auf Mango abfahre. Ich habe jetzt übrigens auch mal eine echte Mango gegessen, ist gar nicht so schlecht, man muss nur warten, bis sie reif wird. Ich habe davor noch ein paar Gerichte damit auszuprobieren. Ja, momentan teste ich mich so ein bisschen im Kochen und habe da so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt. Und ja, da darf die Mango nicht fehlen. Auch geholt oder beziehungsweise, ja, auch gekauft. Ich muss jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Sachen, die gekauft wurden und Sachen, die ich zum Testen bekommen habe. Deswegen verzeiht es mir, aber es sind einfach so unheimlich viele Produkte, dass man da manchmal ein bisschen den Überblick verlieren kann. Über die Sachen, die ich zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen habe, werde ich dann noch separat Videos machen. Je nach Bedarf auch und je nachdem, wie sie mich überzeugt haben. Und über die anderen Sachen ist ja ganz klar, landet vielleicht in meinen Favoriten, wenn sie gut sind. Gekauft habe ich auch das Coralista, endlich.
Ich habe ja schon so lange mit mir gerungen, mir das zu holen. Kann man hier so aufklappen. Ich weiß, jeder sieht, wie es aussieht. Ja, ist ein wunderschönes Blush. Ist ein bisschen fragwürdig für mich wegen dem integrierten Highlighter, der schon da drin ist. Aber ich denke mir, wenn meine Haut sich wieder ein bisschen reguliert hat, dann geht das schon. Leider auch gekauft, weil ich an der Farbe irgendwie nicht vorbeigekommen bin. Auch wenn da nur 5 Gramm enthalten sind, das Rockateur. Weil ich die Farbe, das ist einfach genau mein Beuteschema. Ich zeige euch das nochmal. Das ist einfach, ist wunderschön. Es ist genau das Alltagsblush von der Farbe her, was ich einfach sage, das ist großartig, das steht mir einfach, das passt zu mir. Auch wenn es mit 5 Gramm echt vom Preis her eine absolute Verarsche am Kunden ist, aber ich kam an dieser Farbe nicht vorbei und dafür lohnt es sich dann doch. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu den Sachen zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen und heute auch schon direkt verwendet ist die Agnes B. Tint Ulimer, Lulimer, ich weiß gar nicht, Pointe de Lumimer, Perfect, Second Pure Hydrant Light Foundation, ich kann kein Französisch, entschuldigt, Lichtbooster Make-up, zweiter Hauteffekt, Feuchtigkeitsspenden in 30 Vanille. Ist ein Tick weit zu dunkel für mich, sieht man auch, geht aber gerade noch so, ich denke im Sommer wird das perfekt sein. Ist sehr, sehr leicht von der Deckkraft her, deckert aber trotzdem so ab, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig auf der Haut. Und ich bin sowieso kein Fan mehr von Concealer, ich verwende einfach keinen Concealer, ne, weil ich nicht meiner Haut zu viel zuklatschen möchte. Ja, ist gerade noch so fragwürdig. Für Leute, die noch ein bisschen dunkler sind als ich, wird das bestimmt perfekt sein. Für mich ist das im Sommer ideal. Dann eine bekommen zum Testen. Die habe ich jetzt noch nicht ausgetestet. Das muss ich erst nochmal testen. Ist die Agnes B. Tint Fidelity Resist 30 ml in 20 Beige Rosé. Muss ich schauen. Hat hier auch so einen netten Punktspender. Könnte vom Hautton, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist ähnlich, aber die ist noch so ein Tick weit heller. Und muss ich einfach schauen, welche auf jeden Fall so dunkel für mich ist, die ich gekauft hatte, weil ich momentan viele Foundations aufgebraucht habe, ist die Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation, Primer, Concealer und Foundation in 1. Macht wirklich ein unheimlich super Ergebnis. Deckt alles ab, man braucht wirklich gar nichts mehr. In Natural 50 SPF 20, die Farbe, ich weiß gar nicht, ob das hier dran steht, ist auf jeden Fall, glaube ich, die hellste Farbe und da habe ich einen extremen Migräne gehabt. Ich weiß nicht, ob man das in meinem letzten Video, ich glaube, in meinem aktuellen Favoritenvideo gesehen hat, da hatte ich die drauf und so im Lichtverhältnis, jetzt so mit Tageslichtlampe und so Umgebungslicht hat man das vielleicht nicht gesehen, aber ich habe es im Spiegel gesehen, dass sie extrem für mich zu dunkel gewesen ist. Hat sich so ein bisschen am Hals dann zum Glück ausgeblendet, aber ich finde, ja, ich muss das nochmal im Sommer testen und vielleicht gucken, dass ich die mit irgendwas anderem ein bisschen aufhelle, aber eigentlich ist sie zu dunkel für mich. Ja, zum Testen auch noch bekommen, fand ich unheimlich süß, dass das mit dabei war. Explosion Gourmet Pour Christelle Fell, das kriegt man auch in diesem CCB Paris Shop. So ein Parfüm, 30 ml. Ich weiß gar nicht, da steht hinten alles nur in asiatischer Schrift drauf. Steht auch nicht... ja, was das für ein Parfüm ist, steht nur Eau de Toilette. Ja, kann ich nicht entziffern, weil hinten alles in japanischer Schrift drauf. Ja, sieht so aus. Total niedlich. Riecht süßlich karamellig, wie man mir irgendwie schrieb. Werde ich austesten. Ich stehe auf süßliche Parfüms, wenn sie nicht zu süß sind. Ja, was habe ich denn noch? Habe dann auch noch von ihnen bekommen so Taschenset. Werde ich mal schauen, ob ich das irgendwann verlose. Kann ich jetzt in erster Linie eigentlich nicht gebrauchen. Auch solche Beauty-Taschen hier von Agnes B. Pröbchen. Naja, und weitere solcher Angebote und Gutscheine, wo man noch einkaufen könnte. Oder beziehungsweise wo man vielleicht auch noch sich betätigen könnte, wenn man da Lust drauf hat. Ja, ansonsten habe ich ja, noch mehr Proben bekommen. Eine Biotherm Aquasource Maske. Und hier von Aveda eine Systempflege. Ja, auch so. Einfach mal so zum Testen.
Nett, werde mich durchprobieren, wenn ich die Zeit dazu finde. Oder ich werde es irgendwann mal verlosen. Wie gesagt, ich habe mal eine Verlosung geplant, wenn wir 500 Abonnenten erreicht haben. Weil dann lohnt sich das meiner Meinung nach auch erst richtig. Ja, und man bekommt ja jetzt, wie gesagt, eine Menge, das man so hat, selber kauft, vielleicht nicht mehr braucht oder auch zugeschickt, was man dann nicht braucht. Und da haben vielleicht noch andere Spaß dran, bevor es hier vergammelt. Na, dann habe ich auch Sleek, da kam die Sleek Romance Edition raus. Und ich weiß, ich war süchtig danach und ich wollte sie haben. Und da ich mir auch andere Sleek-Paletten, außer die Stone-Palette, die habt ihr ja schon in meinen Favoriten gesehen, habe ich auch noch die O'Natural-Palette gekauft. O'Natural. Die habe ich am wenigsten verwendet von den Paletten, die ich von Sleek habe. Aber ist auch eine tolle Palette. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig so sieht. Ich will euch jetzt nicht blenden. Auch interessante, schöne Farben, wirklich. Ne? Aber für mich, da ich sehr kräftige Augen-Make-ups stehe, war jetzt noch nicht so das dabei, wo ich gesagt habe, das ist jetzt so toll. Dann habe ich die Oh So Special noch gekauft, weil das ja wirklich so die beliebtesten Paletten waren. Die habe ich schon genauso deutlich gut verwendet wie die Storm-Palette. Wie man das, glaube ich, auch sieht. Ja. Wundervoll. Wunderschöne Farben. Und, Moment. Ups. Mal gucken, dass ich das alles wieder einpacke. Und dann kam ja, wie gesagt, die Vintage Romance Edition. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Auch diese Garden of Eden LE, diese mit diesen nur grünen Farben. Und jeder, der mich kennt, der weiß, grün meine Lieblingsfarbe, liebe, dass die auch noch mit muss. Habe mir aber erstmal von diesen gedeckten Farben, wie gesagt, im Dezember dann diese Vintage Romance Edition geholt. Und die habe ich auch schon fleißig verwendet. Das sind diese Farben hier. Ja. Da sind auch ganz, ganz, ganz tolle Farben mit drin. Ja, konnte ich nicht dran vorbei. Ging einfach nicht. War nicht möglich. Ja, da habe ich meine Liebe zu Sleek-Paletten dann entdeckt. Und war dann sozusagen nicht mehr zu halten gewesen. Und habe mir natürlich auch gleich diesen Blush aus dieser LE auch noch mitgenommen. Diesen Antique, wie der heißt. Weil das auch wieder so eine Farbe ist. Was ich hasse, ist das Aufmachen von diesen Blushes von Sleek. Das geht wirklich so schwer. Ja, wie gesagt, das ist auch so absolut mein Beuteschema. Den Glitzer sieht man auf der Haut gar nicht so, aber das ist auch so eine Farbe für als Blush. Ne? So eine Farbe für jeden Tag. Das ist total mein Beuteschema. Ja, zigmal das Wort Beuteschema. Ja, was ich dann auch noch im Dezember gekauft hatte, waren aus einer LE, die kriegt man jetzt leider nicht mehr, aber jeder, der sie hat, kann sich glücklich schätzen. Diese Catrice Cosmetics Arts Collection, und da hatte ich mir die grüne hier geholt, und zwar, ich glaube, hatte die einen Namen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Und da waren diese wunderschönen Farben drin. Ne? Habe ich auch schon gut verwendet, vor allem diese unteren Reihen hier sind total toll. Na, also da sind so Farben drin, ne? Ich weiß nicht. Ich habe schon mal so eine Palette aus dem vorletzten Jahr. Ich glaube, die Shanghai-Palette, die gelbe. Und die habe ich nicht so stark verwendet. Sind auch nicht so gut pigmentiert gewesen wie diese Paletten. Ich finde irgendwie, da haben sie sich verbessert. Auch das Design ist großartig. Dann habe ich mir noch geholt, weil ich nicht an ihr vorbeigehen konnte, die Catrice Cosmetics Arts Collection. Ich habe ja eher gedacht, die grüne Palette wird so mein Favorit wieder werden, weil ich nun grün. Ist aber nicht so. Ich liebe mehr diese Rosé. Die war ja wirklich auch, soweit ich das gehört habe, ein Highlight. Diese Rosé-Rot-Palette. Wirklich gerade so. Ich weiß nicht, ob ich das euch zeigen kann. Diese beiden Farben hier sind wunderschön. Wirklich ganz, ganz toll. Benutze ich auch sehr gerne für wie getragenen heute einen 50-Look. Ja, auch noch gekauft. Ich glaube schon weit aus dem Sommer, ist von Benefit. Da habe ich wirklich diese Sets hier gerne gekauft. Go Tropical Coral. Und da ist Folgendes dabei. Ja, Palette sieht so aus. Integriert ist das. Da ist auch der Coralista Blush dabei. Der Lipgloss, so ein Pinsel. Der High Beam und der Cha-Cha-Tint. Den ich eher für die Lippen benutze als für die Wangen.
Und ich muss sagen, eine nette Palette, hat mich, glaube ich, damals so 30 Euro noch was gekostet, konnte man sich bei Benefit mal rumprobieren, konnte ich nicht dran vorbeigehen, hatte gerade Geld übrig und ja, Kosmetik wird nochmal mein totaler Tod sein, wenn es ums Geld geht. Auch noch geholt World Famous Naturals, Neutrals, Benefit. Und da sind diese Sachen drin, 2 Creme-Lidschatten und 4 Puder-Lidschatten, konnte ich nicht widerstehen. Auch wieder diese tolle Packverpackung, die aussieht wie so ein Buch. Ne? Also so. Und da sind wirklich diese Creme-Lidschatten hier. Und dann, ich zeige euch die Farben. Die Farben. Yeah. Benefit-Lidschatten, muss ich sagen, und auch Creme-Lidschatten sind sehr dezent. Die sind jetzt nicht so für Leute, die sehr starke Sachen mögen. Aber so für jeden Tag von der Qualität her, den ganzen Tag halten, wirklich gut. Und kann man für den Preis definitiv mal ausprobieren, so im Set. So einzeln würde ich es jetzt vielleicht nicht kaufen, da finde ich es ein bisschen zu teuer. Aber so im Set mal, wenn man mal ein bisschen was übrig hat und man möchte mal wirklich was Schönes haben. Und der Autonormalverbraucher von uns hat ja auch nicht so viel Schminke, wie jetzt wir diese Beauty-Verrückten. Da sind das wirklich so nette entweder Geschenkideen oder wirklich nette Sachen, so um das wirklich jeden Tag zu verwenden. Man hat ja da wirklich lange was von. Man braucht das ja nicht so schnell auf, wie man denkt, obwohl da nicht so viel Grammanzahl natürlich drin ist. Ja, aber so zum Austesten, ja, warum nicht? So, jetzt sind wir bald fertig. Jetzt habe ich nur noch zugeschickt bekommen diesen Agnes B. Eyeliner, Tipp-Eyeliner. Den habe ich heute auch schon getestet mit so einer wirklich extrem präzisen Spitze. Musste mich erstmal ein bisschen mit vertraut machen. Habe da heute meinen Eyeliner mitgezogen und dass der sehr extrem deckend ist, das muss ich wirklich sagen. Also man kommt mit einem kurz, was im Strich schon vermalt ist. Ich brauchte heute unheimlich lange, um den Eyeliner zu ziehen, weil er wirklich extrem deckt und sehr, sehr schnell Farbe abgibt und man sich schnell mal vermalt haben kann. Muss ich erstmal rausfinden, wie ich mich mit dem richtig so zurechtkomme. Bin gespannt, wie schnell er austrocknet, weil ich gehört habe, dass die extrem schnell austrocknen sollen und dann nicht mehr so gut Farbe abgeben und ob ich da doch eher bei meinem Flüssig-Eyeliner bleibe. Aber so erstmal so den ersten Eindruck, nicht schlecht, aber muss man sehr vorsichtig sein. Bin gespannt, was das heute mit dem Abschminken wird und ob ich das gut runterkriege wieder. Ja, jetzt gucke ich noch mal einen kurzen prüfenden Blick, ob ich alles geschafft habe. Und ich denke, ich müsste soweit durch sein. Nee, ich habe was vergessen. Fast das Wichtigste. Weil ich ja 6 bis 8 Parfüms aufgebraucht habe, habe ich mir endlich 2 neue Parfüms gekauft, auf die ich schon lange scharf gewesen bin. Und da habe ich mir von Acqua di Goya, von Giorgio Armani, das, ich weiß nicht, warum ich da Essensgeräusche bei mache, aber ich finde, Geruch ist bei mir irgendwie auch gleich mit Essen irgendwie, weiß nicht, geht einher. Das Acqua di Gioia geholt und es ist vom Duft her einfach nur, oh, das ist für den Sommer, das ist aquatisch, das ist floral, das ist, ja, ich habe es vorhin schon mal aufgesprüht, es hat nach dem Duschen immer noch gerochen. Oh, es ist aquatisch, floral, leicht auch fruchtig und wirklich unheimlich frisch und entwickelt sich dann intensiver, als es am ersten Anschein riecht. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Parfüm für den Sommer und wollte ich schon ganz, ganz lange haben. Ich hatte das mal in einer Zeitung drin gehabt und hatte das gerochen und hatte mich sofort in diesen Duft verliebt. Eine Freundin hatte mir erst von abgeraten, gesagt hat, der Duft hält leider nicht so lange, was ich echt schade finden würde, weil der Preis ist schon echt intensiv. Aber ich wollte es dann einfach, weil ich so viele Parfüms aufgebraucht habe, eigentlich haben. Und dann, weil ich gehört habe, es geht aus dem Sortiment und ich habe von so vielen Leuten gehört, dass es so mysteriös und geheimnisvoll und fantastisch und bezaubernd riecht, musste ich unbedingt haben von Dolce & Gabbana das La Imperatrice 3 und da habe ich, das habe ich ja wirklich mehr so auf, das habe ich nie gerochen, weil ich es nie an Douglas gefunden habe, habe ich dann eher so auf Verdacht gekauft, weil ich auch gedacht habe, es geht, wie gesagt, ich habe gehört, es geht raus, ich habe es nicht mehr sehr oft häufig gefunden, da habe ich mir gleich, ich glaube, ja, die 100 Milliliter geholt und ich muss wirklich sagen, der Duft ist, oh, der Duft ist süßlich, frisch, fruchtig, leicht und er entwickelt sich auf der Haut, ich hatte das vorhin auf der anderen Hand auch aufgesprüht, intensiver, weiblich, feminin, aber auch dezent, nicht zu aufdringlich.
Also genau so ein Duft, wie er für mich sein muss. Ich mag das nicht. Ich mag zwar sehr gerne nach etwas riechen. Also ich mag schon, wenn man mich aus 3 Metern schon riechen kann. Aber ich mag da nicht so schwer riechen, sondern eher so ein bisschen, ich weiß nicht, einfach besonders, ne? Und da musste das einfach sein. Ich habe mir auch zu meinem Geburtstag, der jetzt bald ansteht, zum Geburtstag nur Parfüm gewünscht. Ich hoffe, ich werde meinen Wunsch erfüllt kriegen, weil ich so viele Parfüms alle gemacht habe und ich einfach ein Duftjunkie bin. Und ja, ich liebäugle auch noch mit ein paar Parfüms. Und ja, es kann also sein, dass demnächst ein zweiter Haul kommt. Und falls ihr nächste Woche irgendwann Geburtstagsgeschenke von mir sehen wollt, weil nächste Woche steht er dann an, da wird bestimmt auch einiges Kosmetische noch dabei sein, so wie ich meine Familie kenne. Und ja, da würde ich dann vielleicht dazu auch noch ein Video abdrehen. Ja, falls es euch interessiert, wie gesagt, mich interessiert das ja immer. Mir ist es scheißegal, ob die Leute das geschenkt bekommen haben oder ob sie es gekauft haben oder ob sie es zum Testen zugeschickt bekommen haben. Hauptsache, sie zeigen irgendwas Neues in die Kamera und ich kann mich anfixen lassen und ich muss es dann letztendlich kaufen. Also von dem her, mich interessiert das bei meinem Guckverhalten auf YouTube ja nicht, ne? Wo das herkommt. Ja, so, das war es jetzt aber wirklich gewesen, war ja auch zu viel genug. Ja, und falls ihr zu irgendwas gesondert, wie gesagt, zu den Sachen, die ich jetzt zugeschickt bekommen habe, eine Review haben wollt, ich werde das jetzt erstmal ausgiebig testen, dann sagt mir Bescheid. Planen werde ich das dann, wenn ich meine ganze Videoabfolge jetzt abgedreht habe. Und ja, der nächste Raubzug kommt bestimmt, ne? Und ja, ich freue mich drauf und auf das nächste Video für euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao!